Campus TV. Da sind wir wieder und diesmal aus einem anderen Studio, wie ihr seht. Genau, wir sind jetzt in unser gemütliches Studio umgezogen. Wir werden hier gleich noch das TU-Quiz veranstalten. Zuerst möchten wir aber unseren ersten Gast auf die Bühne bitten. Herr Lorenz, bitte kommen Sie zu uns. Einen Applaus bitte von allen, die da sind. Herr Lorenz. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Lorenz, stellen Sie sich doch einmal ganz kurz vor. Was machen Sie hier an der Uni und warum haben wir Sie eingeladen? Also, ich bin hier an der TU Juniorprofessor für angewandte Analysis, das heißt in der Mathematik. Und ich habe hier für die TU Night einerseits einen Vortrag angekündigt über Mathematik und Kunst und andererseits haben wir zusammen mit der Architektur, mit Henry Greil vom Institut für Landschaftsarchitektur, ein Seminar veranstaltet, bei dem Studenten Kunstwerke erstellt haben. Okay, Sie dürfen das Mikrofon ruhig dichter an den Mund machen, okay. Da verstehe ich Sie auch. Das ist schwierig zu hören, hier gehen nämlich ganz viele Leute durch. Herr Lorenz, Sie haben uns ein Exponat mitgebracht. Können Sie uns erstmal verraten, was sich hinter den Schattenexponaten überhaupt verbirgt? Also Schatten sind schon auf vielfache Weise interessant für die Kunst gewesen. Und der Schattenwurf ist ja eigentlich eine mathematische Angelegenheit. Da geht es um Geraden und Punkte, die sich schneiden und Schatten, wenn Schatten auf Ebenen geworfen werden. Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann kann man darauf kommen, dass ein Objekt sehr verschiedene Schatten haben kann. Und darum soll es bei diesen Schattenexponaten gehen. Exponate, also Objekte entwerfen, deren Schatten an der Wand unerwartet aussehen. Ah ja. Herr Lorenz, jetzt sind Sie ja eigentlich Mathematiker und haben in dem Sinne erstmal gar nichts mit Licht und Schatten zu tun. Ihre Schattenexponate drehen sich jetzt aber ganz stark um das Thema Kunst und Mathematik zusammen. Wie passt denn das zusammen? Na, das Kunst und Mathematik muss eigentlich gar nicht zusammenpassen, wenn man es genau nimmt. Wenn man mal genauer guckt, was Kunst und Mathematik eigentlich jeweils sein sollen, dann kann man darauf kommen, was macht denn Kunst? Bei bildender Kunst Gegenstände erzeugt, die irgendwie zum Denken anregen sollen, die man im Kopf benutzen kann. Und im Wesentlichen ist das Gleiche bei der Mathematik. Da werden Gegenstände geschaffen, abstrakte Objekte, mit denen man sich im Kopf beschäftigt. Und wenn Sie mal losgehen und Mathematiker fragen, sind Sie eigentlich Naturwissenschaftler oder Geisteswissenschaftler? Beschäftigen Sie sich mit der Natur oder mit dem Geist? Dann sagen Sie, naja, wenn überhaupt, dann sind Mathematiker eigentlich Künstler. Okay. Mathematiker sind Künstler. Sind dann Künstler auch Mathematiker? Wie bitte? Sind dann Künstler auch Mathematiker? Das müssen Sie die Künstler selbst fragen. Aber wie kann denn die Mathematik die Kunst greifbar machen? Geht das überhaupt? Naja, ob man Kunst greifbar machen muss oder nicht, Kunst ist ja, entsteht beim Betrachten des Objektes, so ist es doch. Wenn ein Künstler etwas geschaffen hat, dann weiß er noch lange nicht, was der Betrachter damit macht. Und wenn man Mathematik beherrscht, dann kann man manchmal Kunstwerke auf eine andere Art und Weise noch erfassen. Also kann man vielleicht als Mathematiker Kunstwerke aus verschiedenen Winkeln betrachten und auf andere Weise vielleicht wahrnehmen. Die Schattenexponate sind ja zusammen mit der Architektur entstanden und werden heute Abend ausgestellt. Wann genau kann man sie sich denn anschauen und wo? Also die werden jetzt gerade noch mit Hochdruck aufgebaut. Um 8 Uhr sollen sie alle fertig sein. Wobei das nicht so wichtig ist, das Licht ist ja noch zu hell. Also das Tageslicht überstrahlt noch alle Schatten, die geworfen werden könnten. Bei unserer Generalprobe war es so, dass man ungefähr ab neun, halb zehn die Schatten wirklich sehen kann. Die befinden sich hier auf dem Campus an dem Oke-Hochhaus, was auch Scheibe heißt, also das Gebäude, in dem auch die Architektur selber sitzt. Und da gibt es die südliche Fassade, das ist eine sehr, sehr hohe, schmale Fassade und da werden alle Schatten dran geworfen. Jetzt haben Sie uns auch ein Exponat mitgebracht. Würden Sie uns das einfach mal vorführen und ein bisschen erklären, wie das funktioniert? Ja, ich habe ein bisschen gebastelt, so ein kleines Schattenkabinett hier erstellt. Wir schauen uns das mal an. Zeigen Sie doch mal, was Sie mitgebracht haben. Am besten kommst du ja rüber, dann haben wir es ein bisschen zusammen. Also hier ist so ein kleiner Kasten mit einer Rückwand, an der jetzt schon Schatten zu sehen sind und hier vorne sind zwei kleine Lampen zu sehen. Also nur zwei so kleine Birnen. Und hier ist nochmal eine. Und hier in der Mitte steht jetzt irgendwie ein Objekt in fünf Buchstaben. Die Buchstaben L, V, I, E und S. Und wenn die mal das Studiolicht runterfahren könnten, dann könnte ich mal die Lampen anschalten, dann hat man eine Chance, die Schatten zu sehen. So. Ich hätte gerne mal ein bisschen weniger Studiolicht. Super. Aha. So. Noch sieht man nichts. Jetzt geht das Licht an und da sehe ich ein paar Buchstaben. L, Y, I, S. Elvis? Elvis steht da, jawohl. Und
Tja, was kommt auf der anderen Seite raus? Denn das wird von diesen fünf Buchstaben geworfen. Kein Trick dabei, nö. So ist das halt mit dem Schatten. Also Elvis Presley würde ja passen. Wir bräuchten nochmal das ab. Elvis Lives. Ja, und so kann man, wenn man mal genau hinguckt, wenn ich dieses L hier haben möchte, dann muss ich es, dann werden wir mal überlegen, ob das funktioniert oder nicht. Wir wollen hier gerne ein L haben, das heißt, wir stellen hier ein L hin, wir können es aber auch genauso gut hier vorne hinstellen oder dort. Das würde immer an dieser Stelle landen. Das heißt, wir können uns aussuchen, ob es hier, wo es auf der anderen Seite landen soll. Wir können durch Verschieben dieses Ls hier, ist hier und dort unabhängig voneinander an beliebige Stellen stellen, sodass man links und rechtzeitig beliebige Anagramme voneinander erzeugen kann, wenn man die Buchstaben nur an die richtigen Stellen positioniert. Gut, Dankeschön, Herr Lorenz. Dann habe ich noch eine kleine Abschlussfrage an Sie. Bei uns geht es heute Abend nicht nur um die TU-Night, sondern auch ein bisschen um Braunschweig und natürlich auch um Kreativität und Technik, aber im Vordergrund steht auch die Stadt. Und mich würde interessieren, was so Ihr Lieblingsort in Braunschweig ist. Ihr Lieblingsort. Ort. Wo Sie sich gerne aufhalten in Braunschweig. Ein Restaurant vielleicht. Das braucht ein bisschen, nochmal so wie Braunschweig vorzustellen, wo man denn so lang fährt. Ja, wahrscheinlich was bei mir in der Nähe. Wahrscheinlich ist schon die Straße, in der ich lebe. Die ist wirklich ganz nett. Das ist so eine kleine Sackgasse im westlichen Ringgebiet. Da wohnen sehr viele verschiedene Menschen, die man auf der Straße treffen kann. Und insbesondere habe ich da auch eine Künstlerin getroffen, die mir dabei geholfen hat, ein bisschen das Ding zu bauen, sodass wahrscheinlich die Wilmerlingstraße der schönste Ort für mich ist. Dann danke ich Ihnen für das Interview und gebe jetzt ab zu den TU News zu Celine Bartholomäus. Campus TV. Herzlich willkommen zurück zu den Campus TV News mit weiteren Neuigkeiten vom Studienstandort Braunschweig. Alle Fußballspiele der Europameisterschaft live. Darauf haben viele Fußballfans gewartet. Zur EM ist auf dem Platz an der Martinikirche die Wiederaufbauarena eingerichtet. Dort werden die 31 Spiele live übertragen. Der zentral gelegene Platz am Eiermarkt bietet bis zu 3000 Fußballbegeisterten Platz kostenlos sämtliche EM-Spiele unter freiem Himmel mitzuverfolgen. Die moderne LED-Technik der 24 Quadratmeter großen Videowand garantiert bis in die letzten Reihen beste Bildqualität. Wie bei der Weltmeisterschaft 2010 gibt es im Bereich der Wiederaufbauarena ein 200 Quadratmeter großes, erhöht stehendes Fanzelt mit etwa 150 Sitzplätzen. Für ungetrübten Fußballgenuss auch bei Regenwetter. Die Spiele der Fußball-EM werden natürlich auch in zahlreichen Braunschweiger Cafés, Bistros und Kneipen der Innenstadt live zu sehen sein. Auch die TU Braunschweig überträgt die Spiele live in der Mensa. Experiment Stadtraum. Eine Kunstausstellung in der Braunschweiger Innenstadt. Mit dem Projekt Experiment Stadtraum initiiert das Kulturinstitut die aktive Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum. Künstlerische und räumliche Inszenierungen auf Zeit mischen sich ein in den gegenwärtigen städtebaulichen Diskurs und vermitteln einen neuen Blick auf den Stadtraum. In diesem Jahr verzaubert unter anderem die Schweizer Künstlerin Sophie Guyot mit ihrer Licht- und Toninstallation Maison Flux den Museumspark. Unterwegs im Stadtraum wird der Caravan des niederländischen Künstlers Kevin van Braak sein. Ebenfalls im Stadtraum werden sich die Kunstwerke Yellow Arrow und Blue Bird Stefan Roras wiederfinden. Die TU Braunschweig rockt. Live-Musik auf dem Campus, großes Bühnenprogramm während der TU-Night. Die TU Braunschweig feiert eine Premiere. Zum ersten Mal lädt sie zu einer Wissenschaftsnacht am Samstag, den 30. Juni 2012 von 18 bis 1 Uhr ein. Ab 21 Uhr beginnt das umfangreiche Musikprogramm mit insgesamt 9 Bands. Ein Höhepunkt des Bühnenprogramms ist der Auftritt der Braunschweiger Newcomer-Band Tonbandgerät auf dem Forumsplatz um 21.30 Uhr. Zu sehen auf der TU-Night. Spaghetti, ein alternativer Wertstoff. Spaghetti sind zum Essen da, nicht nur. Sie lassen sich auch zur Konstruktion von Nudelbrücken einsetzen. Es wird gezeigt, wie leistungsfähig dieses Gemisch aus Eiern, Mehl und Wasser ist. Versuchen Sie sich selbst mit diesem Material und bauen Sie eine Brücke. Um 18 Uhr Brückenbau für Besucher. Um 21 Uhr Belastungstest der Brücken und Wettbewerb der Studierenden. Aus den dunklen Tiefen des Urzeitmeeres. Ichthyosaurierfunde bei Braunschweig. Warum hatten Ichthyosaurier
Fischsaurier, so große Augen, waren sie nachtaktiv? Oder haben sie in den dunklen, tiefen Bereichen des Urmeeres gelebt? Das Team des Naturhistorischen Museums hat in den letzten Jahren 2 spektakuläre Saurierfunde in der Umgebung von Braunschweig geborgen. An den Skelettresten können wir spannende Fragen klären. Im Naturhistorischen Museum. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder im nächsten Nachrichtenblock. Campus TV. Hallo und herzlich willkommen zurück im Studio. Wir haben jetzt Frau Dr. Kopka vom International Office hier sitzen. Frau Dr. Kopka begleitet viele Studenten, die ins Ausland gehen. Und mich würde mal interessieren, gibt es viele Studenten, die das in Braunschweig machen? Es sind sehr viele Studenten. Wenn wir uns die gesamte Studierendenschaft hier in Braunschweig ansehen, gehen fast ein Drittel aller unserer Studenten für ein Semester oder für länger ins Ausland. Welche Möglichkeiten gibt es denn, ins Ausland zu gehen und wie viele Länder kann man überhaupt gehen? Man kann in fast alle Länder der Welt gehen. Es gibt Austauschprogramme, an denen man teilnehmen kann. Das heißt, man kann zum Studium ins Ausland gehen und kann ein oder zwei Semester dort studieren. Studierende können Praktikum im Ausland machen. Sie können aber auch an Exkursionen teilnehmen, die ihre Fakultäten organisieren. Man kann eine Summer School machen, man kann ein Aufbaustudium im Ausland machen. Es gibt auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das Exotischste, was ich mal hatte in meinem Berufsleben, war ein Student aus der Geoökologie, der eine Exkursion zum Baikalsee machen wollte. Das war auch für mich was ganz Neues, als der mich kontaktiert hatte. Und da musste ich auch erst mal recherchieren, denn da wusste ich auch noch nicht Bescheid. Frau Kopka, jetzt hört man ja immer wieder, ein Auslandsstudium, ein Auslandssemester ist unglaublich wichtig für den Lebenslauf. Finden Sie das auch? Ja, das finde ich auch, weil Sie beim Auslandssemester nicht nur eine andere Sprache lernen und eine andere Kultur kennenlernen, sondern gerade auch für einen Arbeitgeber ist das sehr wichtig, weil Sie sehen, Sie haben keine Angst vor neuen Situationen, Sie können in internationalen Teams arbeiten, Sie werden auch gut mit internationalen Projekten und internationalen Kunden zurechtkommen und sie können insgesamt davon eigentlich nur profitieren und deswegen macht sich das auf jeden Fall für den Lebenslauf sehr gut. Ah ja, und was meinen Sie, wie viele Studenten, wie viel Prozent der Studenten nutzen denn diese Möglichkeit des International Office? Also insgesamt haben wir mal eine Statistik gemacht, dass etwa 30% aller unserer Studenten ins Ausland gehen. Ich muss aber auch dazu sagen, nach der Einführung von Bachelor und Master ist das auch nicht zurückgegangen. Die Zahlen sind da bei uns sogar steigend. Wobei wir aber beobachten, dass eher die Dauer sich verkürzt. Vor einigen Jahren war es halt noch so, dass Studenten eher für ein Jahr ins Ausland gegangen sind und heute geht man eher für ein Semester. Und man muss ein bisschen zeitiger anfangen zu planen durch die verkürzten Studiengänge. Wenn man also nur 2 oder 3 Jahre geht, hat man halt nicht so viel Zeit, das in Studium reinzupacken, als wenn man jetzt 5 Jahre vor sich hätte. Okay. Wenn ich jetzt ins Ausland gehen möchte, wie wäre dann der Weg, den ich gehen muss? Wie muss ich mich an Sie wenden, damit ich das vorbereiten muss? Wir haben einmal im Monat eine Infoveranstaltung, die heißt Wege ins Ausland, wo wir allgemeine Informationen geben, wie man sowas organisiert. Wir gehen auch in alle Bachelor- und Masterstudiengänge in die Orientierungswoche, um uns vorzustellen, damit die Studenten erstmal wissen, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, ins Ausland zu gehen. Und wenn sie in unserer Infoveranstaltung waren und dann wissen, okay, ich möchte gerne nach Europa gehen oder ich möchte gerne nach Übersee gehen und dort studieren, können Sie mit den verschiedenen Kolleginnen und Kollegen einen Beratungstermin vereinbaren und dann sprechen wir mit Ihnen über die weiteren Schritte. Jetzt gibt es natürlich nicht nur Studenten, die ins Ausland gehen, sondern auch Studenten, die in die TU Braunschweig kommen. Hm. Wie ist denn der Weg für diese Studenten? Wie viele sind es überhaupt? Also etwa 10-11% aller unserer Studenten hier in Braunschweig kommen aus dem Ausland. Wir haben mehrere hundert Studenten von Partnerhochschulen, die hier 1 oder 2 Semester studieren. Wir haben aber auch sehr viele, also hunderte von Studenten, die hier ein komplettes Studium absolvieren. Also sowohl den Bachelor oder auch den Master oder auch eine Promotion. Und die meisten der internationalen Studenten kommen aus China. Wir haben auch sehr viele Studenten aus Kamerun zum Beispiel oder aus Tunesien oder auch aus osteuropäischen Ländern. Und bei den Studenten haben wir auch Ansprechpartner im International Office. Also man bewirbt sich dann entweder aus dem Ausland oder wenn man schon in Deutschland ist und einen Sprachkurs macht, von Deutschland aus um einen Studienplatz bei uns. Und da finden sich auch die ganzen Bewerbungsfristen und Voraussetzungen, was man alles abgeben muss, bei uns auf der Webseite. Jetzt
kommen natürlich viele internationale Studenten nach Braunschweig. Und jetzt würde mich mal interessieren, was ist so der multikulturellste Ort in Braunschweig Ihrer Meinung nach? Es gibt eigentlich viele multikulturelle Orte hier in Braunschweig. Die Universität ist sicherlich einer davon. Es gibt aber auch die Großforschungseinrichtungen, die viele internationale Wissenschaftler und Doktoranden haben. Und die multikulturellste Vereinigung kann ich vielleicht noch nennen. Meiner Meinung nach ist das der internationale Freundeskreis der Gauss-Freunde. Das ist gegründet worden von einem marokkanischen Mathematikstudenten, der nach Braunschweig gekommen ist wegen Gauss. Und die machen ganz, ganz viele multikulturelle Aktivitäten. Die haben Sprachtandems, die machen Exkursionen, die führen Theaterstücke auf. Ganz, ganz viele Aktivitäten. Ich glaube, das ist eigentlich so der multikulturellste Ort neben den wissenschaftlichen Einrichtungen. Jetzt und die sitzen im Gauss-Haus und im Michaelishof. Das klingt sehr interessant. Jetzt befinden wir uns ja heute hier auf der TU Night. Das heißt, das Thema heute ist Nacht, Licht und Energie. Und bei Nacht muss ich auch immer so ein bisschen an das Nachtleben denken. Was ist denn Ihrer Meinung nach der Ort mit dem meisten Nachtleben, beziehungsweise das Land mit dem größten Nachtleben? Wenn ich die Studentenberichte so lese, von denen, die aus dem Ausland zurückkommen, glaube ich, dass das meiste Nachtleben stattfindet und die meisten Partys gefeiert werden bei den Studenten, die nach Spanien gehen. Da lese ich in ganz vielen Berichten von Partys, das lese ich bei anderen Ländern auch, aber bei Spanien ist das, glaube ich, oder bei Studenten, die nach Spanien gehen, definitiv am meisten so. Okay, dann danke ich Ihnen für das Interview. Ja, vielen herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie hier mir die Gelegenheit gegeben haben. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Sehr schön. Ich persönlich muss sagen, ich habe zwar noch kein Auslandssemester gemacht, aber ich wollte es immer mal noch tun. Ja, dann ich bin noch im Studium. Ich denke, wir sehen uns mal wieder, oder? Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie zu uns ins International Office kommen. Es gibt auch heute Abend zwei Vorträge, wo ich einen Überblick gebe, welche Möglichkeiten es gibt, ins Ausland zu gehen. Und ansonsten würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn Sie mal zu uns kommen, zu einem Beratungsgespräch. Gut, dann haben wir einen Termin. Vielen genau, das sehe ich auch so. Universität der Zukunft, das ist ein Stichwort, mit dem sich die Uni Braunschweig schmücken möchte. Zu dem Thema Universität der Zukunft haben Studenten einen Clip gedreht, die unterschiedlichen Studiengänge, die man hier studieren kann, auf kuriose Art und Weise einmal vorstellen. Bitte. Willkommen zurück. Das war ein Clip zum Thema Universität der Zukunft, der jetzt nicht nochmal läuft. Wir haben jetzt bei uns im Studio zu Gast die Band Danke, beziehungsweise zwei Mitglieder von euch. Hallo.
Das rote Mikro kriege ich noch einmal. Das habe ich nämlich gemutet. Das blaue sollte funktionieren. Sehr gut. Das ist auch eigentlich nur wichtig. Bitteschön. Jetzt geht's. Sehr schön. Schön, dass ihr bei uns seid. Danke für die Einladung. Ihr kommt aus Berlin, richtig? Genau. Wie viele Mitglieder habt ihr in eurer Band? Auf der Bühne siehst du immer 5 Leute. Wir haben natürlich noch eine Crew drumherum. Die kommen auch immer mit. Warum seid ihr nur zu zweit hier? Wir sind zu zweit, weil wir das aus der Band am längsten machen, dieses Projekt. Okay, ihr seid quasi die Elite-Gruppe der Band. Ja, die Ureinwohner, ja. Okay, könnt ihr mal ganz kurz erklären, was Danke für ein Genre spielt? Mach du bitte. Also könnt ihr euch da festlegen? Wie bezeichnet ihr eure Musik? Also eigentlich machen wir Popmusik, grundsätzlich erstmal. Popmusik. Ah ja. Aber wir wollen uns nicht auf eine Musikrichtung festlegen, sondern wir sind halt so multikulturell, sag ich mal. Also wir machen zwar Popmusik, aber wir haben einfach Influenzen von Rockmusik, von Drum Bass, von ein bisschen Elektro, ein bisschen vielleicht auch, weiß ich nicht, soulige Sachen mal oder so. Also es ist im Grunde Popmusik mit Welteinflüssen. Ja, wenn du es in eine Schublade stecken willst, dann ist es Popmusik, aber wir sagen ja immer, es ist Musik mit Herz und das ist seine Botschaft und das ist natürlich dann Deutschpop. Ja, schöner Melodei. Deutschpop, okay. Eine eurer Botschaft ist, du fehlst in Berlin. Genau. Was fehlt euch denn in Berlin? Oh, es fehlt immer ganz viel in Berlin. Was einem ja auffällt in Berlin ist, dass es so viele Berliner gar nicht mehr gibt in Berlin. Viele Leute ziehen weg, gerade in unserer Altersklasse, viele studieren woanders. Ach, da wird immer so viel an Herzschmerz geweckt, du verlierst ja immer irgendwelche Leute und du triffst dich dann irgendwann mal wieder alle 2 Jahre in Berlin natürlich und gehst da feiern und ja, da schwingt natürlich viel Verbundenheit zu den Fans mit, die halt eben nicht in Berlin sind, zu den Freunden, die nicht mehr in Berlin sind. Und das war halt unsere erste Single, zu 14 Berlin. Ja, die man auch im Berlin-Stadtclip sehen kann. Fand ich sehr spannend. Ja, ist richtig, ja. Ja, genau. Danke. Ihr spielt ja nicht nur zu zweit, sondern zu fünft, richtig? Ich bin selbst kein Musiker, aber ich habe mir erklären lassen, dass wenn man zusammen in einer Band spielt, muss jede Band ihren eigenen Rhythmus und Takt finden. Nicht im Sinne der Musik, sondern jemand gibt das Tempo an, das Thema vor, jemand fängt an, die anderen ziehen nach. Im Prinzip ist es ja das taktgebende Instrument, das Schlagzeug, die Gitarre oder sowas. Aber man muss ja auch als Gruppe zusammen funktionieren können. Ist das was ganz einfach funktioniert bei euch? Oder ist das was, wo ihr erstmal sehen musstet, wie ihr zusammen spielen konntet? Du musst immer 2 Sachen trennen bei Musik machen. Das ist zum einen das Musik machen, das ist das eine. Und das andere ist diese ganze Organisation drumherum. Wie klappt es? Wie findet man überhaupt die Musiker zusammen? Wer kümmert sich eigentlich um das Organisatorische? Und das sind wir beide halt, die das halt schon immer machen. Matt hat angefangen mit dem Projekt Danke, ist quasi der Chef gewesen, schon von Anfang an. Da haben wir uns dann vor 3-4 Jahren getroffen. Und darum herum baut man sich dann eine Infrastruktur. Ne? Und wir sehen halt zu, dass wir diese Band organisiert bekommen. Das steckt ja auch ganz, es funktioniert ja irgendwie wie ein Unternehmen, wenn du so willst. Aber das Musikalische wird von allen beigesteuert. Bei uns ist das ganz easy. Wir kennen uns alle, wir mögen uns alle. Und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Da gibt es überhaupt keine Diskussion oder Fragen, ob da irgendjemand zu wenig macht. Das läuft einfach, es hat einen Fluss. Und dann funktioniert eine Band auch, dann macht es auch Spaß. Also Freundschaft ist die Grundlage quasi eurer Zusammenarbeit, kann man das so sagen? Das kommt drauf an. Also wenn du in einer Band spielst wie wir, dann bist du, also wir sind so eine Charakterband, die hängt halt dauernd aufeinander rum. Ne? Also wir sehen uns halt dauernd, ja, mehrfach die Woche. Wir sind auf Tour, wir sind auf Konzerten und warten 7 Stunden auf unseren Auftritt. Es ist halt keine Jobband, wo du dafür bezahlt wirst, das zu machen. Mhm. Und dann, wenn du so oft aufeinander rumhockst, dann musst du schon so eine Art Familiengefühl aufbauen und dann musst du dich auch mögen, klar. Okay. Das finde ich sehr spannend. Was mich noch so ein bisschen interessiert, wir haben heute Abend so voll viel über Kreativ, Technik und Kunst geredet. Was ihr mit Kreativität verbindet und was ihr mit Technik verbindet. Und wer bei euch der kreative Kopf ist und wer das technische Know-how hat. Also mit Kunst und Technik würde ich eigentlich tatsächlich mich bewandelt sehen damit. Also wenn ihr auf unsere Website geht oder so und dann halt, also das sehe ich jetzt auch mal unter technisch, also sowas wie Internetpräsenzen, Design und so weiter, also da kümmere ich mich drum größtenteils. Also ich mache die ganzen Artworks und so und mache die ganzen technischen Hintergründe und sowas von den ganzen Sachen. Aber es geht natürlich auch alles, also Hand in Hand. Ne? Also ich kann ja jetzt einfach nicht irgendwelche grotesken Malereien für Popmusik nehmen, sag ich mal. Sondern also wir versuchen natürlich alles aufeinander abzustimmen, sodass es halt ein einheitliches Bild gibt. Ist halt schön bei uns gerade, dass, also wir machen das ja alle, weil wir Bock drauf haben
Und Matt ist halt so ein Typ, der kann das, gerade mit technischen Fragen und mit Designfragen. Also macht er das, da muss man sich gar nicht groß abstimmen. Okay, wann können wir euch denn auf der TU Night spielen sehen? Heute um 24 Uhr, 23.59 Uhr, sagt man ja, spielen wir eine Stunde für euch. Würde mich sehr freuen, wenn alle da sind. Wir haben eine schöne Show vorbereitet mit ganz viel Licht im Hintergrund. Das wurde gestern Nacht alles schon eingeleuchtet. Und bringen ganz viel gute Laune mit und wollen mit euch singen und tanzen und binden euch auch mit ein in unsere Show. Das machen wir ja gerne. Gut, wir sind gespannt. Danke. Was uns noch interessiert ist, was hattet ihr eigentlich für so einen ersten Eindruck von Braunschweig, von dieser Stadt hier, weil ihr ja eigentlich Berliner seid? Soll ich mal? Weil ich war ja einmal hier. Ich habe halt die Uni gesehen. Braunschweig gar nicht so groß. Also wenn du aus Berlin kommst, dann ist alles andere natürlich immer ganz klein. Also ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Also wir haben vorhin so eine Facebook-Umfrage mal gemacht. Gibt es hier irgendeinen Braunschweiger, der uns mal die Stadt zeigen kann? Also wenn ihr wollt, zeigt uns mal die Stadt nachher, weil eigentlich haben wir noch nichts gesehen. Aber wenn man so durchfährt, dann ist es schon ganz schnieke. Da gibt auch andere Städtchen in Niedersachsen, die sind nicht so schön. Also prinzipiell, alle sind total nett hier und offen und das begegnet einem selten so eigentlich als Band. Als Band ist man immer so der Hiwi, aber hier ist schön, hier kümmern sich alle um einen und die Braunschweiger scheinen sehr nette Menschen zu sein. Finde ich ganz nett. Ich fahre in 2 Wochen nach Berlin und mich würde mal noch interessieren, wo kann man in Berlin voll gut weggehen? Nicht im Berghain. Nee, das kommt ja daran, was du willst. In Berlin, also es gibt so Studien, es gibt halt 130 Konzerte abends in Berlin. Du kannst ja alles machen. Kommt drauf an, worauf du Bock hast. Aber du kannst mich gerne mal anrufen und dann ziehen wir einfach mal um die Häuser und ich zeig dir alles, was du sehen willst. Das finde ich eine gute Idee, machen wir. Bevor wir das machen, wollen wir uns erstmal Braunschweig genauer angucken. Danke erstmal, dass ihr hier wart. Ne? Ja, wir danken. Ja. Euer aktuelles Album, vielleicht um das noch kurz zu sagen, ist Hosen runter, richtig? Haha, nein. Das ist die Tour. Die letzte Tour im letzten Jahr hieß Hosen runter Tour, das war so ein Spaß von unserem Fotografen. Okay. Aber unser Debütalbum erscheint wahrscheinlich noch dieses Jahr, müssen wir mal schauen, spätestens im Frühjahr 2013. Titel wissen wir nicht, auf jeden Fall könnt ihr gerne unsere EP bei uns bewerben, die heißt Herz auf Papier und die gibt es im Internet und auch bei uns vor Ort hier heute. Wir sind gespannt, nochmal von euch was zu hören. Eure Webseite dankediband.de, richtig? Genau, alles zusammen. Super. Oder bei Facebook auch gerne vorbeischauen. Okay, Dankeschön. Campus TV. Jetzt haben wir einen super coolen Verein und zwar den Ben als Vertreter des Vereins Durchgedreht 24 hier, die ihr ebenfalls im Braunschweig vertreten seid, richtig? Genau. Ben, schön, dass du da bist. Ja, Durchgedreht 24 gibt es jetzt schon seit 10 Jahren. Ihr feiert euer Jubiläum. Wie macht ihr das überhaupt?
Ja, also das Jubiläum wird auf jeden Fall riesengroß, noch größer als sonst, mit jede Menge coolen Teams und es wird auch einige Überraschungen geben, noch direkt am Eröffnungstag. Und es wird auf jeden Fall eine riesengroße orange Party mit Luftballons und wie man es halt sich von einem ordentlichen Geburtstag auch erwartet. Durchgedreht 24 ist ein Festival mit ganz besonderen Regeln. Magst du es dir mal kurz erklären? Genau, also es geht auch ganz einfach anhand der Zahlen zu erklären, die wir haben. Wir haben die 24, die 5, die 3, die 1 und die 0. Ganz einfach zu merken, 24 Stunden Zeit, um einen Film zu drehen. Dieser Film soll insgesamt 5 Minuten lang sein. Und in dem Film sollen 3 Begriffe eingebaut werden. Diese 3 Begriffe können ausgewählt werden aus einem gewissen Pool, der vorher von uns festgelegt wird. Und die 1 steht für eine Kamera, mit der das Ganze gedreht wird. Und die 0, das ist die wichtigste Regel, Nullschnitt. Sprich, es darf in der Kamera geschnitten werden, aber eben nicht mit externen Schnittprogrammen. Okay. Ihr habt auch einen Trailer vorbereitet, den Durchgedreht 24, euren Videofilm, so ein bisschen vorstellt. Wir wollen uns das zusammen mal anschauen. Durchgedreht 24. Bitte schön, den Clip. Sabine ist da. Nee. Die Frage einfach nochmal, wie kann man bei euch mitmachen? Also mitmachen ist ganz einfach, über unsere Homepage www.durchgedreht24.de kann sich jeder anmelden. Und dort ist halt ein Anmeldeformular, wo ihr euren Teamnamen eintragen könnt, wie viele Teilnehmer in eurem Team sind. Und da wird auch nochmal alles erklärt auf der Seite und da kann halt wirklich jeder mitmachen. Und dann hatte ich gefragt, ob man auch als Nichtstudent mitmachen kann. Da hast du gesagt, das kann man. Genau, also es kann jeder sehr gern mitmachen. Auch Nichtstudenten sind sehr, sehr gern gesehen. Also wir haben auch bisher immer einen sehr großen Querschnitt gehabt, dass wir halt wirklich von Schülern, die mit teilgenommen haben, wirklich so 12, 14 Jahre alt im Dreh, halt wirklich bis zur ganzen Familie, wo Mama, Papa alle mit dabei waren und eben nicht nur die Studenten. Das ist halt auch unsere Intention, halt ein bisschen aus der Uni rauszukommen, einfach das Ganze in die Öffentlichkeit und nach Braunschweig und auch über Braunschweig hinauszubringen. Was waren denn in den letzten 10 Jahren die skurrilsten Drehorte? Ich bin erst seit 2 Jahren dabei. Aber was waren die skurrilsten Drehorte dann in den letzten beiden Jahren? Also den skurrilsten Drehort, den ich mitbekommen habe, ich habe auch nicht alle Filme gesehen, war ein Bergwerk, was ich bisher gesehen habe. Der Film hat im Endeffekt leider nichts gewonnen, aber ich fand schon sehr gut, die waren halt echt in einem Bergwerk unten, haben unter Tage irgendeine seltsame Geschichte gedreht. Das war aber äußerst spannend. Ich kann auch sagen, welches die vielseitigste Location war. Wir hatten letztes Jahr ein Team gehabt, die haben auch gewonnen. Die sind von Braunschweig nach Berlin, waren auch an der See, an der Nordsee, glaube ich, gewesen, an der Ostsee. Haben die halt alles innerhalb dieser 24 Stunden abgefahren und haben das in ihrem Film eingebaut, auch chronologisch. Also das war nicht das skurrilste, aber der vielseitigste, würde ich mal sagen. Jetzt würde mich ja noch interessieren, nach welchen Kriterien die Clips denn bewertet werden. Es gibt ja jedes Jahr einen Gewinnerclip, das ist richtig? Das ist korrekt, es gibt mehrere Gewinnerclips. Es laufen alle in der gleichen Kategorie, aber es gibt halt einen ersten Platz, genauso wie bei den Olympischen Spielen oder Ähnlichem, gibt es halt auch einen zweiten und einen dritten Platz. Mhm. Und auch Trostpreise, sage ich mal in Anführungsstrichen, nennt sich Schulterklopfer bei uns. Und die Leute werden, also es drehen alle ihren Film. Und das Ganze läuft dann so, dass wir halt eine Fachjury haben, die diese Filme bewertet und dann entsprechend entscheidet, welchen ihnen am besten gefallen hat. Und zusätzlich ist es auch so, dass wir uns als durchgedreht Veranstalter immer vorbehalten noch da auch einen Film, also den Preis der Veranstalter nennt sich das, der wird halt von uns ausgewählt. Und das ist dann häufig so, wo wir zum Beispiel sagen, okay, der hat uns als Team wirklich sehr, sehr gut gefallen, der Film. Den würden wir halt auch gerne nominiert sehen und wurde halt vielleicht von der Jury nicht nominiert. Und da haben wir dann halt so unsere Möglichkeit noch. Ihr veranstaltet ja nicht nur Durchgedreht 24, sondern auch die lange Nacht der kurzen Filme. Wann wird die dieses Jahr stattfinden? Die findet erst nächstes Jahr statt. Die findet halt immer nach dem Festivaljahr statt und zeigt dann die Filme vom letzten Jahr. Die war im Februar ungefähr gewesen und wird auch nächstes Jahr ungefähr Februar in dem Dreh, ich habe das Datum nicht im Kopf gerade, aber nächstes Jahr auf jeden Fall und wird gut auf jeden Fall hingehen.
Okay, dann verrat uns doch noch die Internetadresse, unter der man Informationen über euren Wettbewerb finden kann. Ich sehe sie gerade auf deinem T-Shirt. Nein, leider nicht, aber noch .de. Durchgedreht24.de. Und ansonsten findet's Google. Gut, vielen Dank, dass du hier warst, Ben. Hat mich gefreut. Mich auch. Ich bin gespannt auf die Clips, die dieses Jahr produziert werden. Einfach mitmachen. Und wir probieren es jetzt nochmal mit unserer Live-Schalte auf den Campus. Steffi und Annika sind für uns auf dem Campus, vielleicht diesmal mit Ton. Bitteschön. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, Sie hier live aus dem Altgebäude des Campus begrüßen zu dürfen. Wir befinden uns hier am Stand der Mikrotechnik mit dem wunderschönen Titel Leuchtende Mikrotechnik. Herr Eugen Koch, Sie sind ein Angestellter des Instituts für Mikrotechnik. Könnten Sie uns vielleicht kurz erläutern, was hinter dem Begriff steckt? Ja, wunderschönen guten Tag. Was hinter dem Begriff steckt? Also unser Stand heißt ja heute Leuchtende Mikrotechnik, passend zum Thema Nacht und Licht. Wir stellen auch leuchtende Sachen her, also nicht unbedingt her, sondern vor. Das ist zum Beispiel ein LED-Cube. Er besteht aus 8x8x8 LEDs, das sind insgesamt 512. Wir können jede einzelne gesondert ansteuern und wie man sieht, kommen dabei wunderschöne Effekte dabei rum. Ja, was machen wir noch? Wir haben die Möglichkeit für die kleinen Kinder, einmal live am Prozess teilzunehmen. Das ist ein sogenannter Master. Er ist aus SU8-Lack hergestellt. Man sieht hier kleine Strukturen, kleine Sternchen und kleine Monde, passend zum Thema. Und die Kinder können jetzt mit einer Spritze dieses PDMS, das ist ein Polymer, hier auftragen und nachdem das ausgeheizt ist, kann man sich das dieses PDMS und in dieser Box angucken. Zusätzlich befinden sich noch kleine fluoreszierende Partikel, die leuchten dann in Schwarzlichtumgebung. Auch passend zum Thema. Ja, zusätzlich haben wir hier noch das Mikroskop stehen. Da können sich die Besucher verschiedene Mikrosysteme angucken. Unser Institut macht zum Beispiel Mikroaktoren. Das sind dann kleine Greifer oder Mikrosensoren, kleine Drucksensoren und komplette Mikrosysteme. Ja. Das heißt, Sie haben uns gerade einen kurzen Einblick gegeben. Welchen Bereich würden Sie sagen, ist der beliebteste bei den Studenten? Welcher Bereich? Ach, das ist unterschiedlich, je nachdem. Oder bei welchem Bereich hat man denn Ihrer Meinung nach die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt später? In der Mikrotechnik? Das ist auch. Oder kann man das gar nicht so genau sagen? Das ist schwer zu sagen. Also ich denke, Mikrotechnik ist was Umfassendes. Also wir haben keine Schwerpunkte in der Mikrotechnik, zumindest nicht bei uns im Institut. Ja, es ist schwer zu beantworten. Dann danke ich Ihnen erstmal vielmals für das interessante Gespräch und ich wünsche Ihnen, dass Sie ganz viele Studieninteressierte von der Mikrotechnik überzeugen können. Vielen Dank. Danke. Super. Dann Dankeschön. Dankeschön an Steffi und das nette Interview. Wir haben jetzt Frau Augustin Dittmann vom Gleichstellungsbüro bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Abend. Genau. Die Frage ist, was verbirgt sich eigentlich hinter dem Gleichstellungsbüro? Also das Gleichstellungsbüro gibt es an Hochschulen deshalb, weil wir einen rechtlichen Auftrag sozusagen haben. Im niedersächsischen Hochschulgesetz steht das Ganze, dass die Hochschulen sich für Gleichstellung einsetzen sollen. Das heißt für die Chancengleichheit von Männern und Frauen. Und das Gleichstellungsbüro unterstützt die Hochschule dabei, das Ganze umzusetzen. Welche Projekte des Gleichstellungsbüros gibt es denn im Moment? Also das Gleichstellungsbüro arbeitet vor allen Dingen oder begleitet so Einstellungsverfahren mit, ganz normale Einstellungsverfahren, Berufungskommission, wo es eben darum geht, darauf zu achten, dass die Chancengleichheit gewahrt wird. Vielleicht ist ein wichtiger Faktor, dass, weiß gar nicht, ob das allen so bekannt ist, die Professuren immer noch zu über 80% auch an der TU Braunschweig mit Männern besetzt sind. Das ist also ein ganz wesentlicher Bereich. Dann haben wir mehrere Bereiche, die sich damit beschäftigen, Schülerinnen zu motivieren, an die TU Braunschweig zu kommen und diese MINT-Bereiche zu studieren, das heißt Naturwissenschaft, Technik. Dann haben wir relativ viel auch für Studentinnen über fachliche Qualifikationen, um sie auf ihrem Karriereweg zu unterstützen und noch weitere andere.
Wieso ist Augustin Dittmann. Ich frage jetzt auch mal, weil ich sitze ja die ganze Zeit unbeteiligt daneben. Das darf ich nicht sagen. Wir sind ja extra zu zweit, damit das hier nicht so einseitig wird. Nun haben Sie gesagt, Frauen sind ja prinzipiell zum Beispiel, das war Ihr Beispiel, als für die Stelle der Professorin etwas diskriminiert, kann man sagen. In jedem Fall unterrepräsentiert. Unterrepräsentiert, ja. Sie sind ja im Gleichstellungsbüro nicht dafür nicht nur dafür zuständig, jetzt den Frauen quasi zu ihrem Recht zu verhelfen, sondern es geht ja um noch mehr. Zum Beispiel um Familien. Auch Familien können ja diskriminiert sein. Wie viele Familien, Väter oder Mütter kommen denn zu Ihnen und sagen, ja, mein Studium ist so schwer, ich schaffe das nicht neben dem Kind? Ja, das ist ein wichtiger Bereich, das stimmt. Das ist, was die Beratung angeht, tatsächlich auch der Bereich, der am stärksten frequentiert wird. Einmal von Studentinnen und Studenten, aber auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der TU Braunschweig, die wirklich oft wissen möchten, wie kann ich das Ganze vereinbaren? Erstmal, wie sage ich es meinem Chef, das ist schon mal ein Problem manchmal. Oder auch, wie geht das dann weiter mit meinem Studium? Was mache ich, wenn die nächste Prüfung naht und ich bin schwanger? Oder welche Möglichkeiten habe ich zum Beispiel Teilzeit zu studieren, um das Ganze hinzukriegen? Oder auch ganz konkret, wo kann ich mein Kind betreuen lassen, wenn ich wieder einsteigen will? In diesen Bereichen beraten wir halt und da kann man schon sagen, also mehrmals wöchentlich kommen solche Anfragen. Okay, das heißt, Sie bieten Beratungsgespräche an, wahrscheinlich von ausgebildeten Psychologen, richtig? Naja, das Gleichstellungsbüro, dem geht es nicht anders als der gesamten Hochschule. Wir haben natürlich auch, nicht die finanzielle Ausstattung, mit der man das verwirklichen könnte. Es gibt bestimmte Problemlagen, auch die im Gleichstellungsbüro ankommen, wo wir unbedingt Psychologen mit dazuschalten müssen. Da haben wir dann entsprechende Kontakte, aber wir können uns keine eigenen leisten sozusagen. Ah, okay. Aber wir können es weitervermitteln, wenn es notwendig ist. Okay, also da wäre durchaus Investitionsbedarf. Wir können die Frage ja weiterreichen an Herrn Professor Hesselbach, den wir vielleicht auch eventuell noch im Laufe des Abends haben. Ja. Gut, Katharina. Ja, mich würde noch interessieren, wie es eigentlich mit der Gleichstellung von Männern aussieht. Im naturwissenschaftlichen Bereich ist klar, dass die Frauen da auf jeden Fall fehlen, aber in den Geisteswissenschaften fehlt es ja auch an Männern. Das ist richtig, genau. Das ist fast umgekehrt. Also wenn man sich den Studentinnenanteil anguckt, beispielsweise an unserer Fakultät 6, Geistes- und Erziehungswissenschaften, da ist es schon so 75% Frauen, 25% Männer. Allerdings ist es dann so, wenn man in die höheren Bereiche guckt, das heißt Promotion, Habilitation und dann eben auch die Professur, dass es stetig abnimmt. Also 75% Studentinnen, 30% Professorinnen, also das findet sich dann da nicht wieder. Nichtsdestotrotz arbeiten wir mit der Fakultät zusammen daran, auch bestimmte Projekte auf den Weg zu bringen, um auch Männer für diesen Bereich zu begeistern. Nicht nur, um mehr Männer da zu haben, sondern auch, weil wir denken, dass das macht auch Sinn im Bereich von Erziehung und Schule, dass da einfach mehr Männer sind. Gut, vielen Dank. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Gleichstellungsbüro, auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Institution hier an der Uni. Super, dass es sie gibt. Und ich denke mal, Sie leisten auch wirklich einen großen Beitrag dazu, dass alle hier mit gleichen und fairen Chancen studieren können. Vielen Dank. Jetzt wollen wir noch einmal versuchen, auf den Campus der Uni zu schalten. Sehe ich das richtig, liebe Regie? Wir haben noch unsere andere Außenreporterin da und möchten das nochmal probieren. Also war wie gesagt... So, wir sind jetzt wieder hier im Altgebäude bei der TU Night live und wir sind hier beim Stand der Thermodynamik. Die Julia, der Andreas und der Ragnar, die stellen uns mal die Thermodynamik ein bisschen vor. Da gucken wir erstmal die Experimente an. Hier vorne haben wir... Den Stirling-Motor, der prinzipiell thermische Energie in mechanische Energie umwandelt. Der Vorteil, jetzt funktioniert er natürlich gerade nicht, der Vorteil dabei ist, dass man egal was für eine Energieform nehmen kann, das heißt Verbrennungsenergie, Solarenergie, irgendwas, was genügend Temperatur aufweist, um dann das zur Fortbewegung oder zur Kraft, zur Energieerzeugung zu nutzen. Ja, das ist interessant. Was ist das andere, das mit dem Boot? Wer kann das mal erklären von euch? Das ist ein Dampfboot, welches dadurch funktioniert, dass Wasser verdampft wird und kondensiert wird. Es ist kein mechanischer Motor da drin. Leider funktioniert es im Moment auch nicht sehr gut, aber wer sich das Funktionsprinzip nachher noch einmal ansehen möchte und genau wissen möchte, wie es funktioniert, kann auch gerne noch mal vorbeikommen hier.
Ja, okay, dann haben wir noch so einen schönen, eine Wärmebildkamera auf dem Bildschirm. Kannst du da was zu sagen, Julia? Genau, also wir sehen hier einen schönen bunten Bildschirm. Was die Thermokamera macht, ist, dass sie im Grunde genommen die Temperatur von Oberflächen bestimmt. In Wahrheit ist es aber so, dass die Thermokamera das gar nicht kann. Man denkt das immer nur, super, ich gucke mit einer Thermokamera irgendwo drauf, auf ein Gebäude oder auf einer Hauswand oder so, und dann sehe ich die absolute Temperatur von meinem Gebäude. Das stimmt aber gar nicht. Die Thermokamera, die kann ganz viele andere Dinge, aber nicht die absolute Temperatur messen. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was sie wirklich kann und wie das so geht, dann kommt doch einfach bei uns vorbei, dann verraten wir euch das. Ja, ansonsten, wie ist das später beruflich? Was kann man da machen? Beziehungsweise, was macht ihr denn jetzt? Also wir alle drei haben Maschinenbau studiert, Fachrichtung Energietechnik. Deswegen beschäftigen wir uns hier auch ganz viel mit der Umwandlung von Energie oder verschiedenen Energieformen. Was man damit später machen kann, ist total vielfältig. Die Energietechnik, das ist so eine Art Basisdisziplin. Man braucht immer, egal ob es sich jetzt ums Flugzeug handelt oder um Auto handelt oder um Kernkraftwerk handelt, da hinten knallt, man muss sich immer mit der Übertragung oder Umwandlung von Energie beschäftigen. Das heißt, wir können letztlich hinterher überall arbeiten, wo irgendwo Energie zum Einsatz kommt oder umgewandelt werden soll. Ja, das ist sehr interessant. Müssen wir noch mehr erzählen oder reicht es fürs Erste?